Heute gibt es das Abschlussvideo zu unserer kleinen Reihe. Wir sind hier, wie du vielleicht schon sehen kannst, fertig. Wir hatten den größten Wasserschaden, der längerfristig gelaufen ist. Das heißt, Wasser lief hier längere Zeit aus und haben dadurch halt einen größten Wasserschaden gehabt. Die Kalkulation dazu machen wir in einer Extra-Folge, hier im Anschluss hier nach, da wo es rein um Zahlen geht. Jetzt ist es einmal darum, dass wir einmal kurz zum Walkthrough machen. Das heißt, wir gucken einmal an, was haben wir daraus gemacht. Lass uns anfangen mit dem Kernteil, und zwar dem Badbereich. Hier haben wir damals ja den Schaden gehabt an dem Wasserstrang. Bad haben wir jetzt mittlerweile neu hergestellt. Wie du siehst, ist komplett alles gefliest. Bei den Fliesen, ich nehme mal ganz gerne momentan Boden Anthrazit, Wände in Weiß, alles 60x30, Halbversatz. Das sieht jetzt so ziemlich entspannt aus. Ich finde, die Farben sind aber momentan zeitlos und ja, eigentlich ganz gut. Zum Bad selber, wir haben jetzt komplett Fliesen drauf, wir haben Duschtasse, Duschkabine eingebaut, Armaturen hängen vorne dran, Waschbecken, Hänge-WCs installiert worden, Durchlauferhitzer ist da, hier haben wir noch einen kleinen Fliesenspiegel durchgezogen, nicht viel nach oben, wie es beim früher üblich war, das heißt, Fliesen hören jetzt dementsprechend hier mit der Kante auf, wie man so schön sehen kann, mit alles das heute mehr State of the Art. Hier haben wir noch einmal einen Handtuchheizkörper hingehängt, das ist auch mehr, was man heutzutage mehr macht. Genau, ansonsten Wände, Türen, alles weiß. Weiß ist halt immer alles neutral, damit kannst du nichts verkehrt machen. Genau, so das Bad aus. Duschen, ich nehme am liebsten mal Echtglas. Das ist halt mit der Reinigung deutlich besser. Wenn du die aus Kunststoff nimmst, die vergilben und die sind irgendwann nach Zeit nicht mehr ganz so einfach zu reinigen. So hast du länger was davon. Genau, das Badezimmer, wie gesagt, ist ein bisschen überarbeitet worden. Elektro ist ja komplett neu. Wir haben ja, siehst du, in alten Teilen ja auch alles komplett überarbeitet. Türen fehlen noch. Kommt noch da rein. Hier im Flur, ja, ist im Prinzip, wir haben den Boden durchgelegt. Im Prinzip mache ich es ganz gerne so, ich mache immer gerne eine Fliese für den Boden und eine Fliese für die Wände. Das heißt also, wir haben auch dementsprechend den kompletten Fußboden überall in allen Feuchträumen. Das heißt also Badezimmer, Flur und dann dementsprechend in Küche. Genau, ist auf jeden Fall effektiver, spart Material und finde optisch halt, es ist eine Fläche. Ja? Ansonsten auch hier wieder Wände komplett aufgearbeitet, alles tapeziert, weiß gestrichen, sodass hier quasi direkt bezugsfertig ist. Küche haben wir auch ein bisschen was gemacht, Türzeile ist lackiert. Auch hier ist der Heizkörper ist neu gekommen, ist noch nicht angeschlossen, aber hängt schon mal da. Sonst hier hat man alten Wasserschaden, ist komplett behoben, wie man sehen kann. Ich mache mittlerweile die Fliesen nicht mehr dran. Früher hat man ja Fliesen mal dran gemacht. Heutzutage hat man ja Küchen mit Rückwänden, die ja mit eingebaut sind, integriert sind. Entweder aus Edelstahl, aus Glas oder aus Holz, mit welcher Optik man mal haben möchte. Deswegen machen wir mittlerweile auch gar keinen Fliesenspiegel mehr drauf. Sonst, wenn ich einen genommen hätte, hätte ich dieselben Fliesen genommen wie im Badezimmer eine Wand. Ich finde das mal ganz gut, hat man halt nur zwei Fliesen im ganzen Objekt. Das ist einfach und sieht auch gleichmäßig aus, finde ich. Ne? Ansonsten, ja, die Küche wird auch elektronisch komplett neu gezogen worden. Alles soweit frisch, wird frisch gestrichen. Ich denke mal, Bilder sieht man das ziemlich gut. Ich glaube, ich brauche nicht viel zu sagen. Und dann gehen wir rüber zum Wohn-Schlafzimmer. So, hier haben wir noch ein bisschen mehr gemacht. Wir haben den Boden neu. Hier war ja ein Teppich drin, der ja komplett voll gesogen war. Wir haben jetzt hier, das sieht man vielleicht nicht so, das ist eigentlich ist das ein, ich weiß nicht, ob man es gut hört, es ist ein Laminat, sieht aber sehr nach Naturholz aus, finde ich optisch ziemlich schön und ist eine gute Mischung zwischen einfachem Laminat und optisch halt anspruchsvoll und schön. Ansonsten hier halt auch wieder Wände alle komplett glatt gezogen, alle Öffnungen verschlossen. Hier die Steckdose, Schalter, was da mit den Wänden war, wo die versetzt waren, alles begradigt, rausgezogen, auf ein Niveau gebracht, verspachtelt und dementsprechend ja, tapeziert, gestrichen, wie du siehst. Genau, Decke auch komplett neu gemacht, wobei da war am wenigsten Arbeit, glaube ich, mit zu tun. Soweit alles auch fertig. Auch hier fehlt nur die Tür, also die drei Türen fehlen noch. Genau, Heizkörper haben wir getauscht. Wie gesagt, der alte war auch nicht mehr ganz standesgemäß. Jetzt ist hier die Heizkörper, die man heutzutage kennt, auch von der Größe her auch für diesen Raum ausgerechnet, also von der Heizleistung her. Der vorher war
ging, glaube ich, von Fenster bis zur Fensterrand, war ein bisschen überdimensioniert. Der ist jetzt für die Größe auf jeden Fall mehr als ausreichend. Genau. Soweit sind wir aber komplett durch. Wir sind jetzt mal abgeschlossen, das Objekt ist auch schon vermietet. Ich glaube auch heute Abend ist Übergabe dazu um 18 Uhr. Daher auch gerade das Video dazu nochmal final. Genau. Das zum Zustand. In der nächsten Folge mache ich einmal kurz aus dem Büro raus. Da gehen wir mal komplett auf die Zahlen ein. Wir wollten ja mal die Kalkulation aufstellen, was hat der Schaden gekostet, was hat die Renovierung gekostet, welche Position war wie teuer. Diese Berechnung kriegst du dann entsprechend noch in der nächsten Folge. Und ansonsten, wenn es gefallen hat, gerne teilen, liken und bis zum nächsten Mal.